Odyssee des geschlechtsreifen, pubertierenden männlichen Homo sapiens sapiens auf einer Weltumreisung immer weiter Richtung Osten. In einer Aufsuchung des perfekten klanglichen Mittels zur Stimulierung der Nervenzellen innerhalb der Ohrmuschel. Es war einmal ein kleiner Junge, der wurde von seinem Vater gezwungen, ein Instrument zu spielen. Und davon handelt die folgende Geschichte. Junge, pass mir mal auf da. Komm mal ran, komm mal ran. Was denn jetzt schon wieder? Du langweilst dich doch den ganzen Tag zu Tode. Zu Tode, verstehst du? Du musst mal was machen. Och, Dieter, lass doch den Jungen ruhig. Sieh, Gimme. Halt ich da raus. Koch lieber was. Ich hab Kohldampf. Zurück zu dir. Spiel doch mal Instrument oder wie das heißt. Wo du so Mucke machst. Och nee, Mann, es ist doch... Du machst es und basta. Aber... Hey! Aber... Hey! Aber... Hey! Ach, Menno. Dann ging er zur Mutter, die schon heftig am Kochen war. So, schön die Gürkchen klein schnippeln. Mutter. Ja, mein Kind? Was soll ich denn für ein Instrument spielen? Spiel doch Klavier. Das ist so schön ruhig und harmonisch. Dann wirst du ein kleiner Mozart. Mal gucken. Und so ging er zum Unterricht und lernte. Und lernte und lernte und lernte. Nach einem halben Jahr machte er schon große Fortschritte. Boah, nee. Scheiß Klassik. Voll langweilig. Das groovt ja gar nicht. So ging er nach Hause. Auf dem Weg dorthin traf er ein paar Hopper. Yeah, komm mal hier, mach das Ding nicht so schwer, Alter. Was willst du? Yeah, this is Mr. Casual. And the best. Du hier, Alter? Probier mal zu rappen, Mann. Ich glaub, hier ist was für Deppen. Ey, Mann, nee, ich glaub, ich geh. Denn, ey, nee, Mann, das ist nichts für mich. Das ist mir echt zu affig. Guckt euch mal eure Hosen an, ja? Viel zu groß und zu weit und mehr rumgezappelt. Nee, ich lass das mal. Dann setzte er seine Reise fort. La la la, geh nach Hause. Ah, da bin ich ja schon. Zu Hause angekommen, ging er zur Mutter. Mutter, ich find nicht. Klavier ist lahm und Hoppermucke find ich doof. Oh, Kleiner, komm mal her. Ich mach den leckeren Schoko trinken, ganz leckeren. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, als Rettung vor dem nahenden Mutter-Sohn-Gespräch, klopfte es an der Tür. War es der Elektriker, der endlich den Fernseher reparieren sollte, damit Mutter wieder Kochsendungen sehen kann? Oder der Postbote, der schon die dritte Mahnung bringt? Oder gar Miss Universum, die Vater Dieter, mal ordentlich ein... Nein, es war Klaus. Mutter, mach mal die Pforte auf! Aber du sitzt da viel näher dran. Keine Widerrede! Aber... Hey! Aber... Hey! Aber... Hey! Mutter öffnete die Tür. Oh, hallo Klaus! Miss Universum! Hallo, ist sie so da? Ey Junge, dein Freund ist da! Ja, komm! Ja, hi! Was willst du? Bock zu mir zu kommen, Alter? Ja! Und Piggy ging mit Frederik nach... Hä? Mist! Falscher Text! Und die beiden gingen zu Klaus. In Klaus' Haus... reimt sich. Führte Klaus seine neue Errungenschaft vor. Ey, Alter, zieh dir dit mal rein. Nen Schlagzeug! Boah, macht das Spaß? Ja, nimm mal dit. Ne Gitarre? Ich zeig dir mal was. Ne,
Nee, warte mal, hab mich verspielt. Oh Mann, scheiße. Scheiße, Alter, ich glaub, ich hab's verlernt. Ich probiert mal. Boah, geil! Das fetzt! Klaus? Klaus? Hallo? Alter! Boah, Alter! Wie denn Titte? Ist immer voll drauf! Es schien, als hätte er seine Passion gefunden. Er spielte lange Zeit, gründete eine Band mit Klaus und anderen Kumpels und... So, da sind wir! Hoffentlich finde ich unser Hotelgrube. Die Chefin heißt Volli, mit Nachnamen Abzocke. Hm, komischer Name. Ich weiß nicht. Du gehst da jetzt hin! Aber... Hey! Ja, ich weiß schon. Schließlich meldeten sie sich, dank den Überredungskünsten von Vater, in der Halle an. Nach langem Warten wurden sie von Volli Abzocke in ihr Büro geführt und spielten ihr Tape vor. Hi! Ich bin der Klaus, der Mittelklaus. Und das hier, das ist mein Freund, der Junge. Hi. Wir wollten mal unser Tape vorspielen. Für dich ja nicht so groovy, ich bin gerade voll busy. Aber für euch nehme ich mir Zeit. Ihr seid so tight, wenn ich mit euch fertig bin, dann burns. Ihr groovt ja so ab, hier ist der Vertrag. Boah, ihr habt den Rhythm im Blut, ihr krassen Kerle. Oh Mann, seid ihr fett. Ich mache euch zu richtig großen Popstars. Boah, cool. Ja. Das ist mal voll konkret. Kriegen wir den Vertrag jetzt? Aber dann müssen wir uns ja noch einen Namen geben. Wie wär's mit... Peking Penthouse! Oh, fuck geil, Alter! Aber ich krieg 19%, wa? Naja, ich weiß ja nicht, ob... Aber ich krieg 19%, wa? Wie gesagt, ich glaub das... Hey! Aber... Hey! Aber... Hey! Aber... Hey! Ja, ist okay. Klappt immer. So nahm Frau Voll die Abzocke die Jungs unter Vertrag. Sie schnitten sich im Laufe ihrer steilen Karriere niemals ihre Haare, ließen sich tätowieren, konsumierten Drogen, hatten ausreichend Geld, Fans und Feinde. Wegen zu großen Exzessen mit dem weiblichen Geschlecht, meist 13- bis 15-Jährige, wurde die Jugendschutzbehörde auf sie aufmerksam. Doch alles hatte ein Happy End. Denn Vater Dieter kassierte 90% der Gagen.